Hi, wir begrüßen euch zu einem neuen Video hier bei uns in der Heimat. Ich bin mit Familie und Freunden unterwegs und bin gerade beim Levin hier auf Platzsuche. Ja. Wir haben hier einen ganz interessanten Bereich gefunden. Auf der einen Seite die Hauptströmung vom Rhein. Hier ballert das Wasser richtig durch, starke Strömung. Und hier auf der anderen Seite drüben ist ein Altwasser, was hier im unteren Bereich Verbindung zum Rhein hat. Hier ist auch eine leichte Strömung drin. Oben drückt der Rhein über diesen Damm, über diese langgezogene Steinpackung, auf der wir uns gerade befinden, drüber. Leichte Strömung hier innen, im inneren Bereich, und hier draußen Hauptströmung. Und da können wir natürlich ganz perfekt beide Bereiche beangeln. Der Levin hat zu mir gesagt, Mensch Stefan, ist ein begeisterter Jungangler, hast du jetzt schon deinen Jugendschein, oder? Jawohl. Seit wann hast du ihn? Seit 3 Monaten ungefähr. Na, ist doch cool, ne? Und was ging schon so? Brassen hast du schon gefangen, hast du erzählt, Karpfen, paar? Ja, Karpfen, ja, eigentlich alles relativ. Eigentlich alles, außer einen großen Rheinwelt. Und das wollen wir jetzt mal probieren. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie wir es am besten machen. Wir haben ein kleines Schlauchboot mit am Start, falls ein großer Fisch natürlich kommt. Also wir wollen euch in diesem Video auch zeigen, wie ihr ohne Boot eure Montagen aussetzen könnt. Und hier an diesem Bereich ist natürlich klar, bei einem Schlauchboot kann man nicht gleichzeitig beide Bereiche abdecken. Wir werden wahrscheinlich hier drüben die Route vom Ufer per Hand, also den Köder per Hand, ausbringen. Und hier im Altwasser benutzen wir das Schlauchboot. Wenn natürlich dann irgendwo ein großer Fisch kommen sollte, ja, hier in der Rheinströmung ein starker Wels vom Ufer zu drillen, das wird spannend. Hier drüben können wir auf jeden Fall dann dem Fisch mit dem Schlauchboot folgen, falls es sein muss. Aber hier in dem flacheren Altarm braucht man auf jeden Fall das Schlauchboot zum Auslegen. Ihr seht ja auch da vorne die Schwäne gründeln. Ja, und hier seht ihr auch schon im Altwasser, im Uferbereich, sehr, sehr schlammig. Und auch die Welse mögen eigentlich keine schlammigen Bereiche, sondern auch die Bereiche, wo dann festerer Untergrund ist. Wie beim Karpfenangeln, wie bei allen Fischarten. Ne? Ja, dann würde ich sagen, bringen wir hier drüben eine Montage aus, die wir vom Ufer werfen können. Hier drüben im Altwasser nutzen wir das Schlauchboot. Wenn halt ein großer Fisch kommt, hier oben ist noch ein Durchbruch, dann können wir im Notfall, wenn man vom Ufer nicht drillen können, sofern ein Biss kommt, dann können wir im Notfall mit dem Schlauchboot einmal entweder oben durch die Enge fahren und hier dich einladen oder unten rum. So, mit was willst du denn angeln? Wurm oder Fisch? Ich würde sagen, eine Wurm und eine Fisch. Also, hat er gesagt, mach mal eine mit Tauwurm. Eine mit einem toten Köfi. Und damit wir jetzt nicht 500 verschiedene Montagen basteln müssen, möchte ich euch in diesem Video mitnehmen und eine Montage zeigen, mit der ihr perfekt beides verknüpfen könnt. Entweder Tauwurm angeln oder das Angeln mit einem Köderfisch. Und diese Montage ist kinderleicht zusammenzubauen. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Eine der effektivsten Welsmontagen eigentlich, die es gibt, für alle, die an Flüssen unterwegs sind und sich oftmals unsicher sind. Wenn ihr mit diesem System, was wir gleich zusammen bauen werden, rausgeht ans Wasser, werdet ihr definitiv beste Chancen haben, einen Fisch abzuholen. Perfekt einzusetzen für Köderfische und Würmer in schnell strömenden und langsam strömenden Gewässern, wie wir es hier in unserem Spot haben. Auf geht's! Bauen wir das System mal zusammen. Levin versucht jetzt noch ein paar frische Köfis zu fangen. Ich habe aber für den Notfall ein paar eingefrorene Deadbaits mitgebracht. Die habe ich jetzt hier in den Sandspieleimer von meinem Sohn reingelegt, damit sie auftauen und in der Sonne jetzt nicht komplett vertrocknen. Hallo Finny. Finny ist natürlich auch mit am Start. So, Tauwürmer haben wir dabei und beide Ködertypen, sowohl Köfi als auch Würmer, können wir mit dem System, was wir jetzt uns zusammenbauen, kinderleicht später präsentieren. Und glaubt mir eins, damit fangt ihr auf jeden Fall Fisch. Alles, was wir brauchen, habe ich hier in so einer kleinen Tasche drin, sogar noch ein bisschen mehr, man schleppt ja immer zu viel beim Angeln mit. Das brauchen wir auf jeden Fall. Schlagschnur erkläre ich euch gleich. Wir brauchen
Mono-Vorfach. Wir brauchen diese Multisnaps hier. Vor allen Dingen ganz wichtig für die Route, die wir gleich vom Ufer ohne Boot auslegen werden. Dann brauchen wir noch ein paar Drillinge. 1,0er habe ich hier und 2,0er. Je nachdem, wie groß euer Köderpaket werden soll. Aber ich glaube, mit dem 1,0er kommen wir ganz gut hin. Ja. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen geflochtene Vorfahrtsschnur und Gummis. Sonst müssten wir alles am Start haben für die kinderleichte Welsmontage. Los geht's! Ah, ich weiß, was wir vergessen haben. Einzelhaken. 1,0 ist ein bisschen klein, 8,0er Mega-Hook, das ist der Haken meines Vertrauens. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Zum ersten Arbeitsschritt, wir werden zwei Anbissstellen erzeugen, deswegen auch Drilling und Einzelhaken. Für die Wurm- oder Köfimontage im ersten Arbeitsschritt zieht ihr euch ca. 15-20 cm von eurem Geflechtvorfach runter und macht an das Ende des Geflechts kleinen Knoten. Hier wird jetzt der Drilling befestigt. Den Drilling befestigt ihr ganz einfach am Geflecht. Ich mache es immer folgenderweise. Ich gehe mit dem Ende durchs Hakenöhr. Lege jetzt den kleinen Knoten unten in die Biegung eines der Drillingshakens und ziehe mir das so richtig fest rein. Jetzt wickelt ihr 6-mal um die eigene Achse zurück. Und geht durch das Öhr wieder nach vorne raus. Schon ist euer Drilling ganz perfekt mit einem No-Knot-Knoten, der nur gewickelt ist. Deswegen No-Knot auch der Name, kein Knoten. Nur durch diese Wicklung habt ihr jetzt eine ganz perfekte Verbindung zum Drilling und keinen Tragkraftverlust auf eurer geflochtenen Schnur. Über diese Wicklung schiebt man ein kleines Stück Gummischlauch. Nur, dass diese Wicklung in sich etwas geschützt ist. So sieht es dann aus. Ja. Ans Ende der geflochtenen Schnur macht ihr euch jetzt eine Schlaufe. Ich mache auch hier erst einen kleinen Sicherungsknoten. Und jetzt binden wir die Schlaufe. Die Schlaufe muss so groß sein, dass euer Drilling später hindurchgeschlauft werden kann. Ganz einfach, alles kinderleicht, wie es sein soll. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja? Jetzt nehmt ihr euren Einzelhaken und geht mit der Schlaufe durch das Öhr des Einzelhakens hindurch und schlauft euren Drilling ein. Jetzt habt ihr schon eine 100-prozentige Verbindung zwischen dem Drilling und dem Einzelhaken. Nur durch das Einschlaufen hier oben am Hakenöhr. So, jetzt testen wir mal das Ganze, ob es für den Köfi passt. Denn für die Würmer wird es gleich auf jeden Fall passen. Ja, das passt ja super. Passt perfekt. Und ihr habt natürlich später auch noch die Möglichkeit,
das Ganze euch anzupassen, wenn mal ein kleinerer Köderfisch zum Einsatz kommt. Jetzt kommt unser monophiles Vorfach zum Einsatz. Das nutze ich sehr gerne in leicht bis stark strömenden Gewässern, weil es einfach die ganze Montage perfekt streckt und sehr abriebsfest ist gegenüber Hindernissen im Wasser. Steine, Muschelfelder, all das finden wir hier am Rhein, wo wir uns gerade befinden. Ich ziehe mir jetzt circa 2 Meter runter. Schneide es oben ab. Was ihr machen könnt bereits jetzt, ist euer Mono an einer Seite schön spitz zuzuschneiden. Diese spitze Zuschneidung wird euch gleich helfen beim Binden auf den Einzelhaken. Zum Verbinden der Mono auf euren Einzelhaken schiebt ihr jetzt einfach das untere Ende, was nicht spitz zugeschnitten ist, durchs Hakenöhr von vorne nach hinten. Legt euch das an der Seite hier an, fixiert es schön mit Daumen und Zeigefinger und wickelt jetzt das abgehende Ende der Schnur 6-mal um die eigene Achse zurück, schön unter Spannung. 3, 4, 5, 6. Und geht nun mit dem spitzen Ende, was ihr euch spitz zugeschnitten hattet vorhin, durch das Öhr von hinten nach vorne zur Hakenspitze raus. Seht ihr, wie schön das hier durchrutscht? Zack, jetzt die Mono durchziehen komplett. Achtet drauf, dass er nicht knickt, denn dann verliert sie Tragkraft. Immer ein bisschen auseinander fuddeln hier und das Ganze anspannen. Und jetzt habt ihr schon die perfekte Verbindung von der steifen Mono auf den Einzelhaken, Übergang auf das weiche Geflecht hin zum kleinen Drilling am Ende. Das überstehende Stück Mono biegt euch jetzt ein bisschen zurück. Habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt in Videos. Schneidet am Ende ab, dass noch ca. 1 cm übersteht. Ich erhitze das überstehende Ende jetzt gerne mit einem Feuerzeug, dass es so ein bisschen zusammenschmilzt. Bildet sich dann jetzt hier wie so ein Pilz. So, und da schiebt man noch ein kleines Stück Gummi drüber. Und dann sind wir schon im Großen und Ganzen so gut wie fertig. War doch bis jetzt eigentlich alles kinderleicht, ne? Und so soll es ja auch sein. Nicht immer zu viel Schnickschnack. Ein bisschen anfeuchten, Gummi drüber schieben. Über die Wicklung der Mono. Zack. Und so weit schieben, dass das Hakenöhr oben leicht wieder zum Vorschein kommt. Ja, so hat der Einzelhaken die perfekte Drehwirkung, wenn der Wallabiss kommt. So, und jetzt könnt ihr schon gut erkennen, der vordere Bereich schön steif, der hintere Bereich schön weich und flexibel. Den können wir uns jetzt ganz perfekt anpassen. Entweder, zeige ich euch gleich, auf die Tauwürmer, die drauf präsentiert werden, oder aber auch auf einen kleineren bis mittelgroßen Köderfisch. So, und jetzt haben wir, das liegt noch nicht auf dem Tisch, sehe ich gerade, doch eines der wichtigsten Glieder oder Mitglieder für das Vorfach, Bindeglieder, vergessen, nämlich unseren Auftriebskörper. Wir werden eine U-Posenmontage einsetzen. Die U-Posenmontage zählt zu den effektivsten Montagen, die wir Welsangler einsetzen können. Denn wir präsentieren dort unsere Köder knapp über Grund, wo sich der Wels die meiste Zeit des Tages aufhält. Die meiste Zeit des Tages liegt ein Wels am Gewässergrund. Und irgendwann schwimmt er dann los und geht auf Beutezug. Und ein Köder, der knapp über Grund präsentiert ist, liegt immer im Beutespektrum des Wallers. So, schauen wir mal. Es gibt ja unzählige U-Posen am Markt. Hier habe ich auch gerade ein Musterpaket der neuen U-Posen, die wir bringen werden. Seht ihr hier, die sind gerade in der Testphase. Die haben so eine Pilzform,
könnt ihr einmal links oder rechts rum drauf montieren. Hier stößt dann das Wasser dagegen, bildet eine schöne Druckwelle vor eurem Köder. Aber ich habe die nur in 10 Gramm dabei. Hier habe ich noch eine Tree-U-Pose in 10 Gramm und hier habe ich eine Tree-U-Pose in 15 Gramm. Und wir werden jetzt ein schönes, großes Wurmbündel präsentieren und auch ein Köfi. Und da kann ich euch nur folgenden Tipp geben. Für so mittelgroße bis große Köderpakete hier an den deutschen Flüssen seid ihr mit einer 15 Gramm U-Pose immer bestens beraten. Denn die hat so viel Auftrieb und hebt problemlos große Tauwurmbündel, aber auch Deadbaits vom Grund in der Strömung ab, sicher über den Gewässergrund, wo sie lockend präsentiert werden können. Die werden wir jetzt hier auf unser Vorfach davor setzen. Zwei kleine Gummis kommen dann wieder zum Einsatz, aber das kennt ihr, das habe ich euch schon sehr, sehr oft gezeigt, um die U-Pose auf dem Vorfach zu fixieren. U-Pose, da werde ich auch immer wieder gefragt, setze ich ca. 10 cm vor den ersten Haken auf dem Vorfach. Ich gehe mit der dicken Seite der Tree-U-Pose nach unten zum Haken hin und mit der dünnen Seite nach oben, wo dann die Strömung drauf treffen wird. Was das für einen Grund hat, zeige ich euch direkt. Moment. Zweite Gummi noch setzen. Die U-Pose ist jetzt perfekt auf eurem Vorfach fixiert. Dicker Bereich nach unten zum Haken hin, dünner Bereich nach oben zum Wirbel, zur Hauptschnur der Rute hin. Durch diese Montage wird der Hauptauftrieb der U-Pose, der im hinteren Bereich, im dickeren Bereich liegt, etwas ansteigen und euren Köder so ganz gewissenhaft auch anheben. In der starken Strömung streckt sich das Vorfach dann schön, wie wir es hier auf dieser Uferseite von unserer langgezogenen Steinpackung haben. Hier ist der Hauptrein. Und drüben im Altwasser wird es noch etwas mehr aufsteigen, stellt sich auch etwas senkrechter. Aber das ist gar nicht verkehrt. In den Altarmen haben wir viele Krautfelder, teilweise auch Hindernisse am Gewässergrund und können so ganz sicher gehen, dass unser Köder sicher über Grund präsentiert wird. Jetzt kommt ans Ende des Vorfachs noch unser Wirbel. Hier nehmen wir gerade wieder ein kurzes Stück Gummischlauch, schieben das auf das Vorfach auf. Als Wirbel nutze ich sehr gerne die reinen Wirbelkörper und benutze das Auge, um den Wirbel auf dem Vorfach perfekt zu verbinden. Lege dazu die monophile Schnur einmal zurück, gehe zweimal durch die entstandene Schlaufe, gehe mit dem Ende durch den Wirbelring, ziehe das Ganze nach hinten zusammen. Jetzt bildet sich hier das Auge, wenn der Wirbel schön beweglich ist und auch unter starkem Druck jetzt keine Chance hat, die Mono in sich zu knicken. Der beste Knoten für monophile Schnüre, die auf einen Wirbel treffen. Das Auge wird abgeschlossen durch den Achterknoten, einmal zurücklegen, in sich drehen, den Wirbel jetzt durch die kleine Schlaufe hindurch. Vor dem Zusammenziehen erkennt ihr hier schon gut im unteren Bereich die 8. Schön Druck ausüben und kräftig zusammenziehen. Das Stück Schlauch jetzt über den Knoten zur Fixierung. So, Vorfach ist ready. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr an dem universal kinderleicht zusammen zu bauenden Vorfach, bestehend aus einem Einzelhaken und einem Drilling, eure Köder fixieren können. Ja, super kannst du das. Aber wir warten jetzt nur, wir müssen erst die Köder drauf machen. Wir müssen erst die Köder drauf machen. Die Köder? Ja, und dann fahren wir mit dem Schlauchboot hier die im Altarm raus. Füße mit mal fahren. Dann, oder wollen wir erst baden gehen? Gehen wir erst baden. Erst baden. Na gut, ihr habt es gehört. Erst baden, dann beködern und dann kommen die Ruten raus.
So, da bin ich wieder. Baden ist abgeschlossen. Aber wie gesagt, die Kids müssen ja auch unterhalten werden, damit das hier alles bestens klappt. Und Welsangeln soll ja, zumindest in diesem Video, kinderleicht sein. Um unseren Köfi auf unserem System zu präsentieren, nutze ich jetzt noch einen Auftriebskörper, den ich dem Köder hier in den Rücken schiebe. Als erstes mache ich dazu die Schwimmblase hier unten kaputt. Steche hier unten rein durchs Afterloch. Zack. Und jetzt gehe ich mit unserem Deadbait Puncher, mache ich erst einen kleinen Schnitt hier oben im Rücken und gehe dann mit dem Deadbait Puncher in den Rücken rein und schiebe dem Köderfisch einen kleinen Auftriebskörper hinten rein. Das habe ich euch schon oft gezeigt. In Kürze kommt jetzt auch unser Deadbait Puncher in einer kleineren Form auf den Markt, um auch kleine Köder perfekt zu pimpen. Aber wenn wir uns Mühe geben, werden wir es einigermaßen hinkriegen. Ich gehe jetzt langsam rein. Schneide das Rückenfilet mir raus. Einfach um zu gewährleisten, dass der Köder später waagerecht im Wasser steht und nicht hinter der Montage trudelt. Auf die Montage vom Levin kommen ja Taubwürmer drauf, aber das ist ja gerade das Gute an unserem System, was wir gebaut haben. Ist universell einsetzbar für beide Ködertypen. So. Zack. Mal ein bisschen was rausgeschnitten und jetzt schieben wir uns hier ein paar Korksticks hinten im Rücken. Ich glaube sogar bei der Ködergröße wird einer reichen. Vorsichtig, um den Fisch nicht zu zerreißen. Zack. Testen wir mal schnell am Wasser, ob er gerade steht. Und das ist wichtig, dass der Köder waagerecht steht. Zack. Das passt. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie er beködert wird. Mit dem Einzelhaken gehe ich durch Ober- und Unterkiefer, damit auf jeden Fall die Wassereindringung durchs Maul des Köders reduziert ist. Zack. Und den Drilling setze ich gerne hier in den unteren Bereich Richtung Afterflosse. Somit habt ihr jetzt beide Anbissstellen eures Köders perfekt mit einem Haken bestückt. Kopfbereich mit dem Einzelhaken, der den Köder führt, und den hinteren Bereich mit dem Drilling, wenn der Räuber drüber beißt, der dann auch den Wels sicher hakt. Um das Ganze hier vorne noch optimal zu schützen, das Maul reißt jetzt ein bisschen ein. Ja, das kann passieren bei so gefrorenen Köfis. Steche ich nochmal nach. Die haben natürlich eine andere Konsistenz dann als frisch gefangene. Levin gibt sich vorne noch Mühe. Bin mal gespannt, ob das noch was wird. Um diesen Bereich jetzt perfekt hier zu schützen, dass der Haken nicht ausreißen kann, nehmen wir noch ein kleines Stück Gummi und stülpen dieses über die Hakenspitze. Zack. So sieht es dann aus. So, das erste System ist einsatzbereit und genau das gleiche System kommt jetzt zum Einsatz mit Würmern. Und das ist ja gerade das Effektive an dieser Montage, dass wir jetzt nicht großartig rumbauen müssen. Wenn ihr euch so ein System gebaut habt, habt es in eurer Angeltasche, könnt ihr dann immer ganz flexibel entscheiden, Einsatz von Köfi oder Einsatz von Würmern. Funktioniert beides super. Die Würmer immer am oberen Ende aufspießen. Drei Stück auf jeden Fall einplanen pro Hakenspitze, dass es ein richtig schönes Bündel gibt. Der untere Bereich ist jetzt schon perfekt bestückt. Und jetzt
den Einzelhaken noch bestücken. Der Riesenvorteil ist jetzt, den ihr habt, ich hoffe, ihr versteht mich gut, da ist richtig krass Alarm hier auf dem Fluss, also immer wieder Boote, leichter Wind, Wellen klatschen hier aufs Ufer. Der Riesenvorteil von diesem System ist, von diesem Kombisystem, dass ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnt. Ja. Wenn ich jetzt rein mit Deadbaits angeln würde, würde ich wahrscheinlich im unteren Bereich einen Ghosthook setzen. Hab dann aber das Problem, wenn ich keine Deadbaits habe oder Köderfische, dass ich dann mir ein komplett neues System bauen muss, um mit den Würmern zu angeln. Wenn ich jetzt ein reines Wurmsystem, wird auch von vielen eingesetzt in Verbindung mit zwei Drillingen direkt hintereinander. Es gibt aber viele Gewässer, wo zwei Drillinge auf einem Vorfach geschalten verboten sind. Und in dieser Form, Drilling Einzelhaken, habt ihr ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und könnt ganz flexibel schnell auf eure Köderwahl und auf euren Ködervorrat eingehen und müsst nicht großartig immer alles umbauen. So, der obere Haken ist jetzt auch perfekt bestückt. Und um das ganze Bündel schön kompakt zu gestalten, wickele ich jetzt die abgehende geflochtene Schnur noch etwas nach oben, damit auf jeden Fall diese Wurmenden hier, die nach unten hängen, zu einem Drittel mit dem Drillingshaken darunter abschließen. So soll es dann aussehen. Und dann habt ihr ein richtig schönes Bündel am Start. Wenn ich ein Wels wäre, würde ich hier definitiv drauf beißen. Unsere Montagen sind vorbereitet. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nur noch Steine. Das soll mir der Levin jetzt mal helfen. Auch beim Steinebinden. Ist ja immer Teamarbeit, so eine Wallerfischerei. Ganz wichtig jetzt, bevor wir die Montagen dann auch ausbringen, auswerfen, hier drüben im Rhein, auf der anderen Seite im Schlauchboot rausfahren, ist, habe ich euch vorhin schon gezeigt, die Schlagschnur. Ihr kennt es auch oder seht es auch auf meinen Rollen. Jetzt habe ich Multirollen dabei. Ihr könnt das auch natürlich die ganze Fischerei ganz einfach mit einer Stationärrolle machen. Der obere Bereich ist hier rot. Das ist meine Schlagschnur. Der untere Bereich ist die Hauptschnur. Und ich wickle mir immer 3-4 Rutenlängen Schlagschnur auf meine Rute drauf, um den scharfkantigen Steinen, den Muschelbänken, alles was uns hier am Fluss erwarten kann, vorwirken zu können. So, jetzt gehe ich mal vor zu unserem kleinen Jungangler, ob er noch ein paar Köfis gekriegt hat. Und dann bereiten wir die Steine vor und bringen die erste Rute ins Wasser. Und dann werdet ihr auch sehen, für was diese Snaps hier gut sind. Vor allen Dingen, wenn man kein Boot einsetzen möchte beim Welsangeln. So, jetzt müssen wir was schaffen, junger Mann. Vorfächer sind fertig. Guck mal, ob du den Rutenhalter hier irgendwo reinkriegst. Rutenhalter immer so neigen, dass er mit der Strömung mitsteht. Nicht gerade im Fluss raus, sondern leicht nach unten. Strömung geht von oben nach unten. Guck, so meine ich. So rum. Ah, ja. Genau. So, und dann können wir noch im Notfall ein paar Steine vorne dran legen oder mal drauf treten, so ein bisschen mit dem Fuß. Zack, dass er auf jeden Fall gut hält. So, und jetzt brauchen wir einen Stein. Nicht zu groß, nicht zu klein, dass wir den gut werfen können. Drück mal. Ja, der ist gut. Vielleicht ein bisschen flacher noch. Ein flacherer Stein liegt besser in der Strömung als so ein viereckiger. Schöner flacher, der ist doch top. Genau, der ist doch super. So. Kannst du Steine binden? Weißt du, was das Wichtigste beim Steinebinden ist? Oder wisst ihr, was das Wichtigste beim Binden der Steine ist? Dass sie halten. Ja, und das ist für viele schon oft gar nicht so einfach. So, warte, ich habe hier Schnur. Zack. Schere mitnehmen, genau. Dann machen wir das mal.
Auf geht's. Entweder ein Paket oder mittig schön drum. Ruhig zwei, dreimal die Schnur legen. Brauchst du nicht sparen. Muss auf jeden Fall halten. Siehst du, so einfach ist es gar nicht, ne? Wie es aussieht. Immer. Ich würde hier durchgehen, weil hier rutscht dir es runter. Genau, nochmal schön dann dranlegen. Geh hier über die Kante. Richtig schön fest hier drüber gehen. Drei, vier Mal. Und dann am Ende hier den Sicherungsknoten. Nochmal verknoten. Daumen drauf drücken. Zack. Noch ein bisschen Schnur übrig, können wir noch mal rumgehen. Hauptsache es hält. Jawohl. Die Schnur verrottet später im Wasser, ist kein Problem. So. Perfekto. Durch den Enden abschneiden. Steckst in die Hosentasche. Braucht man trotzdem hier nicht am Angelplatz liegen lassen. Ich habe jetzt hier eine 0,38er monophile Schnur, die nutzen wir als Reißleine. Dann machen wir uns ein kurzes Stück ab, binden da rein eine Schlaufe. Und jetzt kommen hier unsere Snaps zum Einsatz. Die garantieren nachher den reibungslosen Lauf auf unserer Hauptschnur, nachdem der Stein mit der Montage ins Wasser geworfen wurde. Mit dem Schlaufenende gehen wir hier unten durch das Öhr des Snaps. Jetzt ist der Snap perfekt fixiert, eingeschlauft. Und den Snap schlaufen wir jetzt an unserem Stein ein. Gehen dazu mit dem unteren Ende durch die Schnurwicklungen am Stein und schlaufen den einfach ein. Testen das Ganze mal, hält perfekt. Ich mache es dann meistens so, dass ich noch eine zweite Schlaufe lege, damit diese Schlaufe hier sich nicht aufziehen kann wieder oder rutschen kann. Dazu gehe ich jetzt einfach wieder mit dem Snap unter den Schnüren durch. Wenn das ein bisschen hochzieht, geht das. Und schlaufen dann nochmal ein. Und dann zieht sich das richtig schön zusammen und ist ganz fest und sicher fixiert. So, jetzt holen wir deine Rute. Jawohl. So, bevor das Vorfach jetzt auf eurer Hauptschnur fixiert wird, schiebt ihr euch noch eine Perle auf eure Hauptschnur. Die Perle hier sorgt dafür, dass später nach dem Werfen der Montage, nach dem Werfen des Steins, der Snap nicht bis auf euren Knoten zum Vorfach hin runterrutschen kann. Wie so eine Art Schockabsorber, damit der Snap schön dagegen laufen kann. Ihr schnappt euch jetzt euer Vorfach und den Stein. Dann gehen wir runter an die Wasserkante. Unser System ist jetzt vorbereitet. Levin steht hinter mir. Gehen wir noch ein bisschen an die Wasserkante runter, bitte. Genau, kannst du dich auch hinsetzen. Okidoki. Tauwurmbündel. 15 Gramm U-Pose, ca. 1,80 Meter langes Vorfach. Hier die Verbindung zur Schlagschnur und vor dem Knoten an der Schlagschnur die Perle. Als erstes legen wir jetzt unser Vorfach hier vorne an der Wasserkante hinein. Euer Vorfach liegt jetzt hier vorne an der Wasserkante. Hänge jetzt meinen Stein mit dem Snap auf die Schlagschnur oben drauf, der frei läuft. Jetzt
gehe ich hier runter an die Wasserkante. Ein Stück ins Wasser rein. Lege mir das Vorfach noch mal schön ordentlich hier vor die Füße. Und jetzt ziehe ich mir Schnur von der offenen Rolle runter. Levin gibt mir jetzt eine Schnur. Lege ich hier ordentlich vorne zusammen. Jetzt nehmt ihr euren Stein und auf jeden Fall kein Handballwurf, sondern so einen schönen, wie nennt man sowas, Bowling, Kugelstoßen. Genau. Sag mal einen Kugelstoßerwurf. Wir müssen gar nicht weit raus, schön in die abfallende Steinkante rein, da muss er sitzen. So, Pute hoch etwas. Genau. Schaut noch mal, dass sich nichts verwickelt hat. Jetzt nehme ich hier die ablaufende Schnur von der Rute. Das ist die Schnur, die zu meinem Vorfach hingeht, was immer noch hier vorne sitzt. Und teste, ob der Schnurdurchzug frei ist. Also der Snap schön nach oben steht. Funktioniert perfekt. Jetzt nehmt euer Vorfach aus dem Wasser raus, werft vor die Steine und zieht es nach außen an den Stein. Jetzt ist am Stein unten angekommen. Lewinski, du kannst jetzt ein bisschen kurbeln und hoch zum Rutenhalter gehen. Rute reinstellen, genau, leicht anspannen, gar nicht so stark. Drehen sie um, dass sie nach vorne steht. Bremse kontrollieren. Gut, perfekt. So, die Glocke sitzt. Die Wurfrute vom Ufer ist scharf. Es war ja kinderleicht, wenn man zu zweit ist, ist es natürlich noch viel einfacher, als wenn man allein ist. Aber auch allein ist das problemlos möglich. Stellt dann einfach eure Rute in den Rutenhalter oder klemmt sie in den Stein ein. Zieht euch ein bisschen Schnur runter, fixiert euer Vorfach vorne an der Wasserkante. Werft den Stein gefühlvoll in die Kante rein und schon sitzt alles. Kommt dann Wels? Jawohl. Hoffen wir es mal, ne? Lewin sagt jawohl. So, jetzt bereiten wir noch unsere Rute vor für die ruhige Strömung drüben, fürs Altwasser. Und dann sind wir schon ready. So, Odele, jetzt haben wir unser Boot startklar gemacht und sind jetzt hier im Altarm. Jetzt suchen wir uns hier einen spannenden Platz. Guck mal, hier ist ein guter Bereich. Hier haben wir so einen Bereich, wo wir 2 Meter haben. Jawohl. Das sieht gut aus. Weil weiter vorne war viel Kraut, weiter hinten war auch viel Kraut. Hier sieht es ganz gut aus. Okay, Bremse aufmachen. Gut richtig in die Hand nehmen. Guck, dass nichts verwickelt ist. Ja, alles. Okay, okay. Ja, ich auf. Alles gut? Ja, passt. Köder ins Wasser. Jetzt fahren wir langsam wieder in den Bereich rein. In die Krautlücken hier. So, hier kommt jetzt wieder der freie Bereich. Das sieht gut aus. Okay. Daumen mitbremsen, genau. Super machst du das. Die Ruten sitzen, 2 Stück werden wir angeln. Eine im Hauptrhein, eine hier im Altwasser. Murm und Köfi, beides am gleichen System. Kinderleicht und schnell zusammengebaut. Jetzt hoffen wir noch. Wann, ja, wenn er kommt. Wann musst du ins Bett? Und, ja, guck mal, gell. Na, ich würde mal sagen, du machst bis Mitternacht und ich übernehme dann. So machen wir's. Bis Mitternacht darfst du heute wach bleiben. Eine gute Beißzeit immer, die Phase in die Dunkelheit rein und wenn später einer beißt, übernehme ich. Okay? So machen wir das.
Sonne ist untergegangen, der Mond wird immer voller, wir haben fast Vollmond. Ich liebe ja diese Vollmondphase. Und eben, ich war leider mit der Kamera nicht schnell genug, hatten wir schon den ersten Einschlag auf unser Wurmbündel hier draußen, auf die geworfene Rute. Rute ging einmal schnell runter, kam zurück, Fisch hat nicht gehangen. Wir haben sie jetzt nochmal neu gesetzt. Levin sitzt jetzt vorne bei seinen Eltern. Gibt es noch was zu essen? Ja, und ich bin mal gespannt. Ist ein gutes Zeichen. Wir haben jetzt auch professorisch das Schlauchboot doch hier auf die Rheinseite gesetzt. Ist, glaube ich, logischer. Drüben im Altarm können wir erstmal anfangen zu drillen. Falls da ein stärkerer Fisch kommen sollte, da haben wir auf jeden Fall Zeit. Aber hier draußen, es ging eben so schnell. Wenn dann ein guter Fisch kommt, ist es besser, wenn es hier liegt. Ich hau mir jetzt noch hier einen lecker Weihput-Kaffee rein. Heute Nacht kann es sein, dass ich noch ein bisschen natürliches Koffein benötige und habe gleichzeitig eine komplette Mahlzeit im Bauch. Nachher noch, wenn die Family gegessen hat, gibt es noch eine warme Wurst. Aber bis dahin ist Weihput der perfekte Begleiter. So, und jetzt schauen wir mal, was da noch kommt. Wir haben jetzt kurz nach 10, bis um 12, halb 1 darf er wach bleiben, der Jungangler. Aber diese Phase bis hin zu Mitternacht ist eigentlich immer eine gute Phase gewesen hier am Fluss. Oder dann wieder morgens im Morgengrauen. Aber da kriegst du nicht wach, die Kids. Wenn die mal schlafen, dann, wenn sie den ganzen Tag hier an der frischen Luft waren, abwarten. Und Daumen drücken. Und nach Pumpen, komm, Action. Vorwärts hier jetzt. Sieht gar nicht schlecht aus, der Fisch. Das ist ein großer Fisch, ein 2 Plus. Komm, Lewinsky, Action. Fährmann. Und hochziehen. Hochziehen ist die Rute. Der Fährmann, erster 2 Plus. Naja, ist doch gut, wenn der erste 2 Plus kommt. Und weiterkämpfen. Los geht's. Steht gut drin. Steht gut drin. Und hochziehen, so wie es geht. Und nachpumpen. Ja. Kann schon bringen, wenn ich hoch. Also krumm die Solid. Na, ja, der zieht Lewinsky. Jetzt kommt er gleich. Jetzt kommt er gleich. Jetzt geht er wieder ab. Der kämpft. Na klar kämpft er. Und hoch, komm, Action. Und nachpumpen. Und hoch, komm, Action. Die Kurbeln kannst du noch. Und jetzt hoch die Rute. Hoch, 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 genau, hoch. Super. Geiler Fisch. Na ja, klar.
auch geschafft. Der Führungshaken vom Deadbait ist oben eingeschlagen im Kopf. Der Fanghaken sitzt unten. Das kann manchmal passieren. Ja, junger Mann. Lewinsky, hä? Das ist ein Rheinbolide. Das ist einer, ja. Wahnsinn. Petri Heil. Vielen Dank. Morgengrauen kommt die nächste Aktion. Der Lewinsky ist immer noch Feuer und Flamme von seinem ersten großen Rheinwaller. Jetzt kommt der zweite. Drill sieht da gerade ein neues Muster. Wir arbeiten wieder an unseren legendären Ruten mit dem gelben Ring. Vielleicht habt ihr Glück und im Herbst, beziehungsweise im Winter, kommt da was Neues. Petri Heil, schöner Bollermann.
Großer Auftrieb, kleine Deadbaits oder Wurmbündel hier in der leichten Strömung. Haben Sie Bock drauf? Die restlichen Würmer können wir aufheben. Die packen wir hier aufs Wasser. Einen wunderschönen guten Morgen und dir nochmal ein dickes Petri, junger Mann. Danke dir. Hat sich gelohnt, so lange wach zu bleiben? Hä? Hat sich unglaublich gelohnt. Absoluter Wahnsinn. Ja, ich glaube, das ist bis jetzt Levins größter Reinfisch, den er da fangen durfte. War mega gut. Und ihr seht gerade, der Levin hat jetzt die ganzen restlichen Würmer, wir haben ja nochmal neu ausgelegt, die übrig geblieben sind, alle abgemacht. Die haben wir hier ein bisschen ins Wasser reingelegt. Aber wenn wir sie jetzt in der Sonne hängen lassen, dann sind sie auf jeden Fall verdotzelt. Mein Sohnemann schreit schon da vorne, ja, der Papa kommt, gleich geht's weiter. Ja, und dann haben wir nämlich auf jeden Fall, die stellen wir jetzt in Schatten ins Boot, nochmal Tauwürmer, die angelbar sind. Ja, das ist eine ganz coole Sache. Dafür ist es dann immer gut, ein bisschen Sandspielzeug, so ein Sandspieleimer dabei zu haben. Ja, wir kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch. Dicke Fische. Abonnieren und liken. Da hat er recht. Abonnieren und liken. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.